Jo, willkommen zu Freitag nach Juice. Ich bin Daniel Donskoy. Die jüdische Mama ist das Symbol vieler Witze. Die jüdische Mama wird bezichtigt, ihre Kinder zu überlieben, sie nie loszulassen und ihnen die Chance auf Emanzipation quasi abzuerziehen. Aber ist es nicht lustig, dass es quasi gar keine Witze über jüdische Väter gibt? Naja, au. Vielleicht sind sie einfach zu schwach und gar nicht lustig. Ich wurde von den Frauen in meiner Familie sozialisiert. Vorwiegend Mutter und Oma. Beide voller Pathos der Sowjets. Тебе надо больше кушать. Und Emotionalität der Jugend. Хамудиле, это лох хил маспик. Меметло, это тире има машрэв. Und das hat mein Bild von starken, selbstbestimmten Frauen auf jeden Fall geprägt. Vor kurzem war ich in einer Sendung zum Thema Sexismus. Am Tag darauf besuchte ich meine Oma und die Konversation lief wie folgt. Warum warst du in einer Sendung über Sex? Nicht Sex, Oma. Sexismus. Sexismus? Was ist das? Ich wusste erst nicht, was ich sagen sollte und habe sie dann versucht, aus meiner Perspektive zu erklären. Was passiert im Judentum? Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Mutter dem Kind die Religion übergibt. Jedoch in orthodoxen Communities es so scheint, als wären Frauen weit entfernt von Emanzipation und Gleichberechtigung. Wie ist es, anders zu sein in einer Welt voller Regeln? Wenn man seine eigene Community verändern möchte, tut man das am besten von innen oder von außen? So viele Fragen und wie immer eine These. Wenn man sein Leben zumeist in einer Community-Bubble verbringt, separiert man sich von der Mehrheitsgesellschaft. Ich freue mich sehr auf meine Gästinnen Laura Cassez und Helene Braun und hoffe, wir finden zusammen die richtigen Antworten. Heute kommen zwei starke Frauen. Oh Gott, das ist auf jeden Fall das falsche Adjektiv. Man sagt ja auch nicht starke Männer. Also, weg von sexistisch angehauchten Adjektiven, weg von Gender-Zuschreibungen und hin zu meinen faszinierenden Gästinnen. Aber wie beschreibt man die beiden am besten? Helene Braun ist angehende Rabbinerin, die jüngste in Deutschland, LGBTQIA-Aktivistin und auf jeden Fall eine inspirierende Persönlichkeit. Laura Cassez ist Referentin der zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und beschreibt sich selbst als elektrisch und positioniert. Und beide haben auch eins gemeinsam. Sie sind Feministinnen. What's up? Guten Tag, Freitag, I'm home, bevor wir beginnen. Shabbat Shalom! I'm your homeboy, alles fresh, alles neu. Habt ihr Fragen an den Juden? Herzlich willkommen. Jude, 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 Jude. Einfach nur ein Wort, aber Antisemitismus ist in Deutschland Sport. What? Jude, 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 Ich habe heute eine angehende Rabbinerin zu Gast. Das bedeutet, mein Essen muss koscher sein. Ich kann nicht koscher kochen, denn es gibt richtig viele Gesetze. Das Fleisch muss ausgewogen sein. Man darf milchig und fleischig nicht miteinander verbinden. Ich esse persönlich nicht koscher, ich kenne mich nicht aus. Ich bin heute in einem jüdischen Restaurant, einem jüdischen koscheren Restaurant, Bleibergs in Berlin, und hole mir das Essen ab. Oksana? Ja, wie? Hast du Chulent da? Ja, natürlich. Chulent ist ein Eintopf mit Fleisch, der sehr lange kocht, aber meine Gäste essen nicht nur koscher, sondern auch noch vegetarisch. Deswegen heute chulend ohne Fleisch. So, also ein bisschen geil ist es heute nicht zu kochen. Wir haben alles dabei, das koschere Essen, Besteck, alles am Start. Anrichten. So, jetzt noch die Salzgurke. Hallo! Schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Hallo. Essen ist fertig, schnappt euch einen Teller und ja. So. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke für die Einladung. Ja. Challah haben wir natürlich auch. Wir sind gut vorbereitet. Sehr schön. Als erstes L'chaim. Danke, dass ihr da seid. Schein. Okay, wir sind heute in alle Folgen gegangen und ich habe dieses Essen nicht selbst gemacht, weil es ist koscher. Weil ich natürlich gedacht habe, okay, zu Gast eine angehende Rabbinerin und eine Referentin der zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland werden wohl koscher essen. Habe ich da recht gehabt? Koscher sonst? Koscher zu Hause, ja. Und du? Ja, nicht streng. Okay, aber dann so. Ich auch. Nicht streng. Ich liebe Bacon. So, dann guten Appetit. Ja, und bitte abonnieren. Und? Ich fühle mich wie zu Hause? Wie in der jüdischen Ferienfreizeit.
Da haben wir uns auch getroffen. Da haben wir uns auch getroffen, ja. Mit zarten 13 Jahren. Mit 13 Jahren. So lange kennen wir uns schon. So lange kennen wir uns. Mhm. Also eigentlich warst du meine erste Freundin. Mhm. Oh. Ihr wart bestimmt super süß. Machst du jeden Freitag Schabbes? Klar, es ist jeden Freitag Schabbes. Feierst du? Ja, aber meistens klein, mit Kiddusch und Challe, gekauft, nicht gebacken. Wie streng nimmst du denn den Schabbat? Also machst du einen wirklich Ruhetag am Samstag? Mhm. Also ich schiebe schon seit Jahren alles Nervige auf Sonntag. Mhm. Mittlerweile sind das ja primär irgendwie E-Mails und so. Also gibt ist es aber immerhin... Ist deine Familie religiös? Also ich bin mit meiner Mutter so schon mit allen Traditionen aufgewachsen, habe alles von zu Hause so mitbekommen. Wo kommt deine Mama her? Also die meisten Juden, die in Deutschland leben, sind nicht deutsche Juden, mhm, sondern kamen von irgendwo hierher. Ja. Wo kommt deine Familie her? Aus Deutschland. Aus Deutschland, ja. Krass. Genau. Okay, crazy. Also nach dem Krieg auch hier gewesen, überlebt, mhm, und krass. Überlebt, auch mit sehr viel Glück. Spannende Geschichte, aber jetzt nicht so das Thema. Warum? Erzähl doch mal bitte was über den Holocaust. Komm, wir haben schon 5 Minuten geschafft, nicht über den Holocaust zu sprechen. Mhm. Nein! Auf dass wir nicht immer über den Holocaust reden müssen. Ja, auch zu euch, Lichai. Tut mir leid. Okay, man hört, wenn man sagt, so angehende Rabbinerin, wie stellt man sich das vor? Wahrscheinlich denken sich die Leute, okay, da gibt es jetzt eine Judenschule und da lernt man, wie es ist, andere Juden zu instruieren, jüdisch zu sein. Okay? Ich studiere jüdische Theologie, mhm, an der Uni in Potsdam und mache gleichzeitig die Ausbildung zum Rabbinat am Abraham-Geiger-Kodek. Bist du die Jüngste, die das jemals gemacht hat? Ja, ich vermute. Muss man sagen, wenn ich jetzt an Rabbiner denke, und wahrscheinlich, wenn Leute generell oft dieses jüdische Bild haben, sieht man so einen alten chassidischen Mann mit einem langen Bart, mhm, und Schläfenlocken und einem Hut. Mhm. Und dann kommt Helene Braun und sagt, ich bin angehende Rabbinerin. Und dann denken sich die Leute so, hä? Ja, warum? Genau deshalb. Genau deshalb? Damit es auch jemanden gibt. Nein. Ich bin Protestrabbinerin. Nee, aber die Gemeinden sind ja auch durchaus nicht nur im Judentum relativ überaltert. Und es ist so meine Wunschvorstellung, einfach mehr wieder mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, mit jungen Familien, mit Kindern, mit Jugendlichen und zu fragen, was wünscht ihr euch von einer Gemeinde? Wie soll ein Gemeindeleben aussehen, damit ihr es attraktiv findet und die wieder so zurückzuholen? Also mit Kindern irgendwie Bar-Mitzwa-Unterricht machen zu können, Menschen zu verheiraten, vor allem auch gleichgeschlechtliche Menschen zu verheiraten. Ich würde einmal dazu erklären, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Stränge des Judentums, auch bei religiösen Menschen. Es gibt Orthodoxe, es gibt Chassiden, Chabad, es gibt ganz, ganz viele. Was du auslebst, ist ein Reformstrang des Judentums, ja, sozusagen. Also liberal. Inwiefern kommen Leute zu euch, die sich sozusagen woanders in anderen Teilen des Judentums nicht wiederfinden? Weil du bist gerade auf die gleichgeschlechtlichen Ehen zum Beispiel eingegangen. Das heißt, wenn jemand jüdisch heiraten will, trotzdem religiös-jüdisch, kann er dann bei euch das machen, in einer jüdischen Zeremonie. Mhm, genau. Ist mir auch eine Herzensangelegenheit, also okay, Menschen diesen Raum zu bieten. Das ist eine ganz persönliche Meinung. Ich verbinde mit Religion immer was ganz, ganz Verstaubtes, Altes. Und ich bin nicht so gottesgläubig. Es tut mir leid. Ich komme halt aus der Sowjetunion, es tut mir so leid. Doch, gottesgläubig. Am Ende ist man es doch. Am Ende ist man es doch. Am Ende des Lebens denkt man sich, es tut mir alles so leid. Ich verbinde damit natürlich was Verstaubtes, weil ich mir denke, okay, die meisten Regeln basieren auf einem Buch, was vor 5700 schieß mich tot Jahren geschrieben wurde, von einem Mann. Dann verbinde ich damit halt genau nicht alternativen Lebensstil oder den Lebensstil, der hoffentlich irgendwann die komplette Norm ist. Nicht, dass man alle anderen Formen ausradieren sollte, bloß dass jeder in einer diversen Gesellschaft leben kann. Hast du da jemals irgendwie, hinterfragst du den Gedanken, auch deine Entscheidung, in eine Religionslehre so tief einzutauchen, in eine Religion, die schon auf patriarchalischen Strukturen wahrscheinlich basiert? Also ich schaue dann auch viel auf Quellen, die zum Beispiel aus den USA kommen. Denn in den USA gibt es einfach eine riesige jüdische Reformbewegung. Und da gibt es einfach schon sehr, sehr viel Arbeit, die geleistet wurde. Also wie Religion ausgelegt wird mit einer moderneren Sichtweise, mit einer feministischeren Sichtweise, mit einer LGBTQIA-Sichtweise. Und zum anderen ist Judentum ja auch einfach sehr viel Kultur. Man sagt immer, die Weltreligionen sind auf dem Patriarchat aufgebaut. Mhm. Als Theologin, mhm, liest du das so? Siehst du die männliche Perspektive in der Entstehung dieser Texte? Ja, ich würde sagen, durchaus. Aber deswegen schaue ich ja so gerne auf dann Reforme, Quellen und Auslegungen, die meistens eben aus den USA kommen, weil ich eben spannend finde, was schon daraus weiterentwickelt wurde. Aber ist eine Auslegung eine Fantasie, wie man den Text gerne hätte? Nein, das sehe ich nicht so. Okay. Also ich glaube, dass viele Menschen das so sehen, ja, da wird irgendwas reingelesen, aber ich glaube, das kann man von beiden Seiten behaupten. Also ich kann ja auch behaupten, in einer anderen Auslegung werden Dinge strenger reingelesen, als sie da überhaupt stehen. Und ich orientiere mich gerne an starken
Vorreiterinnen, die ich nun mal habe. Viele Frauen, die schon viele Vorarbeit geleistet haben. Und schließe mich gerne deren Überlegungen an oder entwickle diese weiter. Gibt es die Frage im Judentum über das Gender von Gott? Also bei mir schon. Das kommt immer mehr durch, dass ich mir Gedanken dazu mache. Wie kann man auch Segenssprüche umformulieren? Was mache ich aus Baruch Atah? Mache ich Brucha Ad? Also da muss man tatsächlich dazu sagen, alle Gebete im Judentum sind auf Hebräisch formuliert. Und Hebräisch ist eine Sprache, die die Verben so dekliniert, dass du männliche und weibliche Formen hast. So sind alle Gebete gesagt mit Gott als männlicher Frau. Aber so ist es doch auch in der Gesamtgesellschaft. Gendergerechte Sprache, genderinklusive Sprache ist so aufgeladen gerade. Egal, wo wir hinschauen in gesamtgesellschaftlichen Debatten, da ist es ja nur klar, dass es im Judentum auch irgendwie verhandelt wird. Und das Zweite, was auch voll interessant ist, ist, dass ja gerade im Judentum Gott nichts Menschliches ist. Das heißt, vielleicht kann es für Gott gar kein Konzept von Gender geben. Dennoch, aber genau das ist ja die Frage nach dem Chauvinismus oder nach dem Patriarchat im Alten Testament. Weil obwohl es im Judentum nichts Menschliches gibt, was man mit Gott assoziiert, ist ja der Artikel, der benutzt wird, um Gott zu beschreiben, dennoch männlich. Mhm. Wir spielen jetzt ein Spiel. Okay. Ich habe den Wodka bereitgestellt. Oh Gott. Kalten Wodka. Wir haben hier die kleinen Schottgläser von meiner Oma. Das ist so süß. Von deiner Babuschka? Von meiner Babuschka. Babula. Spasibo. So schön. Mega. Das ist voll. Das ist voll. Komm. Oh. Ich nehm's. Das Spiel, was wir spielen, heißt 3 Dinge, 5 Sekunden. Ich gebe euch ein Stichwort oder eine Frage und ihr müsst mir in 5 Sekunden 3 Dinge dazu nennen. 3 Dinge, an denen du sofort einen Juden erkennst. Streitlust. Ja, sag's doch, die Nase. Du musst leider trinken. Ich muss trinken. Du musst trinken. Danach den ganzen? Ja, gedacht habe ich es auch, aber ich dachte so, sollen wir jetzt die Stereotype? Nein, auf gar keinen Fall. Das meine ich. Rein. Oh Gott. Okay. 3 Wörter für einen Antisemiten. Gehen Sie weg. Schön. Okay, es nimmt Fahrt an. Wir sind gut. Wir arbeiten uns ran. 3 Personen, die du sehr gerne ohrfeigen würdest. Wow. Alle Menschen, die gerade auf Querdenken-Demos unterwegs sind, das sind mehr als 3. Du hast schon geantwortet, du hast gewonnen. Danke. Okay. 3 Sachen, die du predigen wirst. Okay. Nachhaltigkeit, Feminismus und Queerness im Judentum. Amen! Oh, darauf trinken wir auch wieder. Aber wir trinken jetzt Rotwein, oder? Damit wir nicht Tisch fallen. L'chaim. Darauf. Drei jüdische Weisen, jemanden anzumachen. Warte. Okay. Hallo. 3 jüdische Arten, jemanden anzumachen. Ja. Ich backe tolle Challe. Mhm. Ich diskutiere gerne. Mhm. Und was noch? Was würdest du zurücksagen? Was würdet ihr zurücksagen? Zeig mir deine Challe. Das ist schon ein bisschen hart. Weil mit Judentum verbindet man halt auch nicht direkt Sexiness irgendwie, oder? Ja, das ist schwierig. Wobei, ich finde, es ist jetzt, ich glaube, in deiner Show hast du schon ganz gut abgebildet. Ich habe auf Instagram mal gefragt, wie viele von euch kennen einen Juden? 86% haben gesagt, noch nie was damit zu tun gehabt. Ganz, ganz viele Menschen kennen Juden und Jüdinnen aus dem Fernsehen. Wir lachen, ja. Ihr lacht. Wie fühlt sich das an, wenn man porträtiert wird? Als Jüdin? Es kann so oder so laufen, sag ich mal. Also generell ist mein Interesse, bei sowas mitzumachen, immer sehr groß, weil dann eben nicht dieses eine Bild porträtiert wird, was du vorhin so schön beschrieben hast mit dem Bart, sondern jemand, der eben aussieht, wie ich eben aussehe zum Beispiel und einfach aus seinem jüdischen Leben teilt. Aber ich weiß nicht, ob ich auch immer ein gutes Beispiel bin, weil ich bin irgendwie ja auch ein Extrem. Also, weil eben mein Freundeskreis primär jüdisch ist, also meine nicht-jüdischen Freundinnen kann ich tatsächlich dann mehr an einer Hand abzählen und das ist, glaube ich, sehr ungewöhnlich. Mhm. Aber jetzt auch nicht das Bild, was irgendwie viele jüdische Menschen in Deutschland repräsentiert, denn das wäre eigentlich, glaube ich, eher was Säkulareres. Also jemand, also der säkulares Judentum auslebt, denn ich denke, das tun die meisten. Ja, eine meiner Missions ist mit dieser Sendung halt nicht nochmal ein eindimensionales Porträt über Juden und Jüdinnen zu machen, weil das gab es jetzt schon. Und normalerweise fangen die mit einer Erzählerstimme an, die da geht
Heute sind wir zu Gast in der jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Genau. Schauen wir uns doch einmal an, wie der kleine Jude in seinem Habitat lebt. Ich glaube, dass das Problem mit den meisten Dokumentationen über jüdisches Leben in Deutschland ist, dass diese Aufladung und auch die Projektion, die man so hat, die in Anführungsstrichen unbekannte Welt nebenan, von der man nichts weiß, weil man jüdische Menschen nicht kennt, weil es eben nicht so viele jüdische Menschen in Deutschland mehr gibt, aus Gründen, die eigentlich allen bekannt sein sollten. Darauf trinken wir einmal. Das haben wir jetzt etabliert. Diese Projektion wird überhaupt nicht mit eingelesen. Und überhaupt gar nicht mitbedacht. Dass es vielleicht merkwürdig ist, wenn man einerseits sagt, naja, aber wieso sondern sich die Juden denn so ab? Die sehen doch genauso aus wie wir. Die haben doch auch einen deutschen Pass. Wieso ist das denn so anders? Es ist ja gar nicht so anders. Es gibt nur einfach eine Kultur, eine Religion, einen Zugang und auch eine Geschichte, die eben nicht christlich normativ ist. Es ist eben einfach so. Wir sind als Kind auf dieselben Sommerlager gefahren. Wir haben israelische Volkslieder gesungen. Wir haben über jüdische Geschichte gelernt. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben normativ übers Judentum Eigengefühle entwickelt, als ich in Israel gelebt habe, weil es halt nicht so belastet war wie hier. Ich hatte das Gefühl, Teil der Arbeit auch von Organisationen wie der ZWST basiert genau auf dem, was ich vorher gesagt habe, als Protest. Ihr wolltet uns umbringen, wir sind immer noch da. Und das war meine größte Kritik an der Bubble. An der Bubble, in der man zusammen aufwächst, in der man manchmal sogar sagt, ey, wir sind Juden, das sind die Kartoffeln. Wie gehst du damit um als jemand, der da heute arbeitet? Und was würdest du den Kindern mitgeben, die auf Sommermachern jetzt fahren? So. Mein Gefühl ist so das. Ich bin aufgewachsen total in der jüdischen Community. Ich bin in den jüdischen Kindergarten gegangen, in die jüdische Schule. Und für mich ist aber eine Sache ganz zentral. Einerseits ist es so, dass ich diese Community nie als geschlossen wahrgenommen habe, auch nie nur als religiös konnotiert. Ich kenne eigentlich fast keine jüdischen Personen, die in so einem Vakuum aufwachsen. Mhm. Also so dieser Claim, die jüdische Community ist total abgeschottet, das gilt vor allem in Deutschland einfach überhaupt nicht. Und da würde ich dir wahnsinnig gerne widersprechen. Genau, aber ich will den Punkt ganz kurz machen. Für die allermeisten jüdischen Kinder und Jugendlichen, das überhaupt nicht ihrer Lebensrealität entspricht, sondern die sind 95% der Zeit in ihrem Leben, ob in der Schule, im Alltag, bei den Hobbys, im Verein, die einzigen Jüdinnen und Juden. Was bedeutet das? Weil wir sprechen ganz oft darüber. Das bedeutet erstmal, dass sie, wenn sie sich als solche zu erkennen geben, was auch immer das für sie bedeutet, sie erstmal plötzlich in ganz vielen Fällen nur noch die Juden sind. Und dann fahren sie auf jüdisches Sommercamp Moment. Und singen israelische Volkslieder. Okay. Was hat das mit Judentum zu tun in Deutschland? Ich würde erstmal sagen, so, egal ob es jüdische Ferienfreizeiten sind oder andere Aktivitäten wie die Eurovision oder egal was es jetzt ist, ich würde das gar nicht so krass exotisieren, weil es gibt ja auch andere Ferienfreizeiten. Aber das Besondere daran ist es schon zu sagen, es gibt einen Raum, in dem ich erstmal nicht erklären muss, was es bedeutet, jüdisch zu sein, in dem ich nicht die einzige jüdische Person bin. Ich es also auch gar nicht für mich verstehen, reflektieren, erklären muss mit richtig Hardcore-Themen. Weil das, was ich in der Schule gelernt habe, ist Holocaust und Antisemitismus. Du hast Holocaust gesagt. Ich habe Holocaust gesagt, wir müssen wieder trinken. Das würden uns die Leute nie verzeihen. Niemals. Sie werden es auch nie verzeihen. Das ist on tape. It is on tape. Die werden mittrinken. Also. Die würden mittrinken. Mein Bild von jüdischem Leben in Deutschland ist von diesen Themen geprägt, mit denen ich im Alltag immer konfrontiert werde. Sondern erstmal bin ich jüdisch. Und das kann ganz viel sein. Das kann Lieder singen heißen, Schabbat feiern heißen. Und dann gibt es ja auch noch die jüdischen Kinder, die wissen zwar, dass sie jüdisch sind, die werden immer dafür adressiert, dass sie jüdisch sind. Sie werden vielleicht auch dafür beleidigt, dass sie jüdisch sind. Aber sie wissen gar nicht, was das alles sein kann. Und für Leute, die in der jüdischen Community aufgewachsen sind, gibt es viele, die sagen, ich brauche das doch nicht. Und vor allem, wenn man nach Israel geht, vor allem, wenn man dann in einer Gesellschaft lebt, in der das Judentum mehrheitsgesellschaftliche Norm ist. Wem musst du das noch erklären? Ja? Darf ich dir eine ganz schlimme These sagen? Sag. Ich habe zum ersten Mal in der Schule öffentlich über mich als Jude gesprochen. Ich habe das erste Mal Antipathie erfahren. Ich musste, ich wähle das Verb explizit, auf eine jüdische Schule. Das heißt, du hast Antisemitismus erfahren und musstest auf eine jüdische Schule. Ja, ich habe über Judentum gesprochen und habe negative Erfahrungen gemacht. Die mir als Kind in diesem Augenblick, das war gar nicht so traumatisch. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was Antisemitismus bedeutet. Es war für mich nicht traumatisch. Muss man als Kind verstehen, was Antisemitismus bedeutet? Aber was passiert ist, wenn deine Eltern wissen, was Antisemitismus bedeutet, wird damit auf eine Art und Weise umgegangen, die oft passiert. Okay, gut, dann kannst du jetzt nur noch mit den Juden spielen. Und das war etwas, das habe ich schon so wahrgenommen im Aufwachsen, wo ich mir gesagt habe, ah, irgendwie
hatte ich das Gefühl, ich habe mich in Berlin segregiert und ich habe mir selber die Möglichkeit genommen, am mehrheitlich gesellschaftlichen Leben unbelastet teilzunehmen. Es gibt kein unbelastetes Aufwachsen in dem Moment, in dem man Antisemitismus erfährt. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, du hast es gerade gesagt, du bist in Berlin aufgewachsen, da gibt es so etwas wie eine jüdische Schule. Ja. Da hat man die Möglichkeit, sich, also auch wenn es wirklich verrückt klingt, sich in einen sicheren Raum, in einen Safe Space, muss man dein Kind auch in die jüdische Schule geben, das erste Mal, wenn du hörst? Im Zweifel zurückzuziehen. Man muss das auch nicht, aber man kann sich dafür entscheiden, wenn man das möchte. Und für die meisten Jüdinnen und Juden in Deutschland gibt es diese Möglichkeit nicht. Und deshalb sollte der Grund im Idealfall dafür, auf eine jüdische Schule zu gehen, für jüdische Eltern oder ein jüdisches Kind niemals der sein, dass das Kind oder die Eltern Antisemitismus erfahren haben, sondern weil der Wunsch besteht, dass das Kind kulturell gebildet wird. Dass der Wunsch besteht, dass es nicht nur, also dass die jüdische Bildung ist so etwas Reiches. Es gibt so unglaublich viele Zugänge. Das kann die angehende Rabbinerin viel besser sagen als ich. Ist Judentum ein Teil von Deutschland? Das Reformjudentum ist ja in Deutschland geboren und es wurden so viele Ideen entwickelt und es gibt so viele VordenkerInnen, die aus diesem Reformjudentum geboren sind und es wurde alles kaputt gemacht. Und ich glaube, es ist ein sehr harter Weg und ein sehr großer Kampf, dahin wieder zurückzukommen. Mhm. Denn das kriegen wir nicht so schnell zurück. Da ist so viel verloren gegangen. Und wenn ich mir das anschaue, dann kommt mir eben genau der Gedanke, dass ich sage, ich möchte nicht, dass diese Tradition und Geschichte und meine Familie hier endet. Denn meine Familie hat es geschafft, meine Familie hat überlebt und ich möchte das auch weitergeben. Das ist sehr ehrenhaft und wunderschön. Darauf, finde ich, müssen wir trinken. Darauf trinken wir wirklich. L'chaim. Okay. Ihr habt mir Fragen geschickt, die ihr schon immer mal einen Juden fragen wolltet. Und die gebe ich jetzt an meine wundervollen Gästinnen weiter. Darf ich als Nicht-Jude oder Nicht-Jüdin eine Synagoge besuchen? Ja. Warum glauben Leute, man darf das nicht? Es ist ja auch nicht so einfach, eine Synagoge einfach zu besuchen. Du kannst ja nicht einfach sagen, so, ich gehe da jetzt mal hin, mach die Tür auf und geh rein. Ja. Sondern du musst dich vorher anmelden, das hat ja auch alles seine Gründe. Klar. Und können dann vorbeischauen und sich einen Gottesdienst mal angucken. Ihr habt gefragt, wenn es etwas Göttliches oder einen Gott, eine Göttin gibt, warum erleben die Juden so viel Leid? Frage mich beide. Gott hat den Menschen erschaffen und er hat es ihm überlassen, ob er Gutes oder ob er Böses tut, also was auch immer er aus seinen Taten macht. Und er greift da nicht ein. Er greift ja auch nicht bei den guten Menschen ein, was sie machen. Und er greift auch nicht bei den bösen Menschen ein, was sie machen. Ihr habt des Weiteren gefragt, welche Verbote im Judentum empfindet ihr als unsinnig? Habt ihr eins? Also zum Beispiel das mit der Technik. Das kommt ja her von der Elektrik, von dem Feuer, ursprünglich von dem Feuergebot. Du sollst kein Feuer machen. Da geht für mich die Gesundheit und die Sicherheit geht immer vor. Und seit es einfach, das ist einfach so, seit es wieder auch vermehrt Attentate gibt und Dinge passieren, kann ich mein Handy am Schabbat nicht ausmachen. Weil ich nicht mit der Ungewissheit leben kann, dass etwas passiert und ich bekomme es nicht mit. Ich hatte intuitiv genau diesen Gedanken, über dieses Verbot zu sprechen, weil es genau das ist, was, wenn Jüdinnen gefragt werden, diese ganzen Gesetze, gehen Sie an Schabbat in eine Talkshow, würden Sie irgendwo sprechen? Einerseits wirkt das so total exotisch und gleichzeitig sprechen wir in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext ständig darüber, dass wir viel zu sehr an unseren Handys hängen, dass wir nicht aufhören zu arbeiten, dass es nicht so was gibt wie eine Work-Life-Balance. Disclaimer, wir zeichnen diese Sendung auf und es ist nicht Freitagabend. Auf was trinken wir als allerletztes? Das müssen wir uns jetzt wichtig überlegen. Es ist der letzte, sehr repräsentative, das letzte repräsentative Anstoßen. Wir trinken auf eine nachhaltige Welt. Okay. Auf Gesundheit. Ja. Und Offenheit. Liebe. Diversität. Liebe. Oder? Und mehr Sex. Mehr Sex. Du wünschst dir mehr Sex. Oh, wir alle? Klar. Wir alle. Okay, gut. Sehr gut. L'chaim. L'chaim. Liebe Leute, ich glaube, wir haben noch etliches auszudiskutieren. Richtig viel. Ich bin sehr gespannt, was ihr zur heutigen Sendung sagt. Bitte, bitte, bitte werdet Teil der Diskussion hier auf YouTube in den Kommentaren oder unter dem Hashtag FreitagNachtJews auf allen Social-Media-Kanälen.
Shabbat Shalom. Und wir stürzen uns jetzt aufeinander. Argumentativ. Ja, natürlich. Wir haben uns gerade noch mehr Sex.